Die Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause, doch zur Ruhe kommt der SK Rapid nicht. Die Fanproteste gegen Coach Goran Djuricin waren auch beim 1:1 gegen Sturm hör und sichtbar. Für Sportchef Freddy Bickel ist dieser Umstand sportlich nicht erklärbar und nicht fair. Ein Ende ist nicht in Sicht, die Fans haben sich auf Djuricin eingeschossen, erklärt der Schweizer in der Krone. Generell ist die ständige Unruhe bei Rapid für Bickel in dieser Form neu. Ich habe immer bei Clubs mit großen Ambitionen gearbeitet. Hier in Wien ist es aber so, dass von Seiten der Öffentlichkeit stets Negatives gesucht wird. Tipico Sportwetten, jetzt 100 Euro Neukundenbonus sichern. Hier wird weniger der Einzug in die Europa League gefeiert, als vielmehr gefragt, ob wir uns das überhaupt verdient haben, so Bickel. Die kommenden Aufgaben nach der Pause haben es für Rapid in sich, zunächst das Heimderby gegen die Austria, gefolgt vom L-Auftakt gegen Spartak Moskau und danach das Gastspiel in Salzburg. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at US Open Achtelfinale, John Millman besiegt Roger Federer zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.